auf eine Reise in das Paradies. Von einem Jungen, der die Welt hinter den hohen Mauern sieht. Von einer Welt bis in die Ewigkeit, das Meer, die Fantasie. Die Zimmerwände wie Gefängniszellen, kalt und Anthrazit. Fernweh, er will bis zu den Sternen gehen. Der Gedanke, wie ein Schaf hinter dem Zaun zu liegen, tut dem Herz weh. Um zu verstehen, dass das kein Leben ist, brauchst du Vernunft. Er ist fest entschlossen, er will in den Aufklärungstrupp. Zu den mutigen Soldaten, den Freiheitskämpfern. Sie sind die einzigen, die wagen, doch können sie was ändern. Seine Augen leuchten, wenn die Faust zur Brust gleitet. Inmitten des Chaos wird er Teil, wenn die Zeit reif ist. Für Familie wird er sterben, für die Freunde wird er sterben. Für die Freiheit wird er sterben, deshalb bringt er seine Faust zum Herzen. Sag mir, sollte man als Kind solche Gedanken haben? Schmerz macht dich erwachsen, du musst die Bürde auf den Schultern tragen. Ein Wolf unter den Schafen, die Adelsgeschlechter sind krank. Alle dienen diesem König im Land, als wäre es ehrwürdig. Als wäre er ehrfürchtig, doch die Krone ist sich von Gott gegeben. Fürs Herrschen ist sein Herz nötig. Mauer Maria, Schütze ein, Shiganshina im Leid. Alle fliehen und verlieren, traut es heim. Blockade jener Händler, sie sind reich. Keiner kann den Trost spenden, Armut inmitten dieser Zeit. Wir haben eine neue Welt betreten, Insel Paradise. Die Geschichte schreibt die Legende einer kryptischen Erzählung voller Hass und Neid. Das ist die Geschichte von der Insel Paradise. Keiner kennt den Grund, warum der Junge zum Titanen wird. Im Keller griechischer Jägers liegt der Schlüssel, der zu ahnen führt. Was hat es auf sich, was hat er in seiner Doppelhelix? Kyojin DNA, er wird behandelt wie ein Sträfling. Er denkt zurück, es war ein Titan, der die Mutter frisst. Jetzt ist er selbst ein Titan, im Spiegel sieht er nur Hass im Blick. Warum fühlen sich die Kräfte an, als wär's ein Teil von ihm? Der attackierende Titan und deren sind jetzt eingespielt. Im Rücken des Aufklärungstrupps interne Konflikte. Drei Kameraden lebten ihr Leben mit einem Schwindel und sie wohnten inmitten des Feindes. Sie sind selbst Eldia-Soldaten, doch sie stehen unter der Mali im Eide. Die Insel eine Hölle namens Paradies, während die Mali in die Hände ihres Feindes und des Feindes Karma spielen. Nichts auf dieser Welt ist so gefährlich wie ein neugieriger Feind, der deins Brust am Brennen, Stimmen schreien, Tatakai. Erinnerungen schießen durch die neuronalen Bahnen, die Legende Ymis und der neuen Titan. Wer ist ab jetzt Freund, wer ist Feind, wer kann das sagen? Er, dein Jäger, infiltrierte die Mali und diese zählten ihre Tage. Eine Lüge, tief verstrickt in jener Habgier eines alten Königs. Ahnen der Titane war verliebt und ihr Gehorsam tödlich für die ganze Welt. 2000 Jahre geht bereits die Strafe. Sie verweilte seitdem still in dieser Dimension der Pfade. Wir haben eine neue Welt betreten, Insel Paradise. Alles dreht sich nur um ihren Tod und Leben, Lächeln oder Wein. Das ist die Geschichte von Paradise, von Eldia und Mali die Geschichte schreibt. Die Legende einer kryptischen Erzählung voller Hass und Neid. Das ist die Geschichte von der Insel Paradise. Den Schmerz, den ich fühlte, könnt ihr nicht empfinden. Ich sah die Zukunft und Vergangenheit im Licht verschwinden. Ich sah die Welt untergehen, leb in der vierten Dimension. Ich war verbunden mit der Welt, ich war verbunden mit dem Tod. Besser eine Freiheit mit Gehorsam als die Ruhe in der Sklaverei. Die Walze über Mali Tatakai. Schicksal wurde mir vorgegeben, ich sah es in der Dimension, die alle Eldia verbindet. Ich werd uns die Freiheit holen. Die Urahnen Ymir, sie lebte schon Jahrtausende mit Fesseln an den Armen, an den Beinen, an der Seele. War verliebt und ihre Liebe wurde zu elend. Ich befreite ihren Geist und sie war dankbar unter Tränen. Der Teufelskreis von meinem Paradies wird heute enden. Die Engel werden befreit, ich werde für euch diese Ketten sprengen. 80% der Menschenleben liegt in meiner Macht. Ich warte an der Höllenpforte auf euch nach der letzten Schlacht. Ich mache euch zu Helden und ich weiß, dass ihr verzeiht, wenn ich mein Leben gebe und ihr die Erinnerungen wiederkriegt. Bis dahin schmerzt mein Herz, weil ich merke, ihr habt nur Hass für mich. Mikasa lebt weiter, nimm dein Schal ab, bitte warte nicht. Armin, das hier geht an dich, ich weiß, du wirst in Tränen liegen. Den Frieden auf der Welt bewahren, du hast vor dir noch schwere Ziele. Mikasa, ich stand vor dir, doch konnte es schon wieder nicht. Eines will ich dir noch sagen, ich liebe dich. Wir haben eine neue Welt betreten, Insel Paradise. Alles dreht sich nur um ihren Tod und Leben, Lächeln oder Wein. Das ist die Geschichte von Paradise, von Eldia und Mali die Geschichte schreibt. Die Legende einer kryptischen Erzählung voller Hass und Neid. Das ist die Geschichte von der Insel Paradise. Lebens.